Hi und herzlich willkommen zu unserer Roomtour in der Casa Grande. Nein, in unserer kleinen, bescheidenen Villa. Ironie, ihr werdet sehen warum. Ich habe mit dem Buchen nichts zu tun, aber es ist Wahnsinn hier. So, gehen wir mal rein. Wir haben hier erstmal so eine kleine Eingangstür. Hier müssen wir einen großen Schritt machen, beziehungsweise auf den Stein. Hier mache ich mal wieder zu. Und dann geht es los. Wir haben hier eine Großtür, in die wir reingehen. Und wir sind dann quasi schon in dem Wohnbereich. So sieht das Ganze aus. Ich mache mal die Tür hier auch zu. Zack! Und los geht's. Ich war eigentlich voll der Meinung, hier steht was drauf, aber nein. Ich weiß auch nicht, was das für eine Bedeutung hat. Ob das eine Bedeutung hat? Keine Ahnung. I don't know. So, als erstes wurden wir hier begrüßt mit Obst. Das sind ja Bananen. Ich habe das schon auf Instagram gepostet in einer Story und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich muss das auf jeden Fall noch kosten und dabei lasse ich euch auch teilhaben. Mal schauen. Und vor allem überall sind Orchideen. Ich liebe ja Orchideen. Wer mir schon etwas länger folgt, der weiß das. Und was ist das? Also falls ihr eine Ahnung habt, was das ist, schreibt es mal in die Kommentare. So, hier schneide ich meine Videos für euch. Den Laptop habe ich gerade weggeräumt. Hier liegt nur noch das Headset und das Ladekabel vom Laptop. Hier liegen meine Kameras. Wir haben hier auch ein Telefon. Wir haben sogar zwei Telefone. Und was ich cool finde, ist, dass wir hier direkt ein LAN-Kabel haben, wo ich meinen Laptop anstecken kann. Das hier ist ganz wichtig, denn hier sind unheimlich viele Moskitos. Und wenn wir das nicht hätten, wir würden hier die Nacht nicht froh werden. Das ist an die Moskito-Mückenschutz. Also da fallen die hier einfach tot um, die Viecher. Das ist ganz wichtig. Hier steht mein Objektiv von der großen Kamera, die ist im Safe. Hier ist meine Kameratasche mit einer meiner Kameras. Und ja, ich komme ja gerade von draußen. Und da hatte ich die genutzt. Das hier ist unser Willkommensgeschenk. Das haben wir geschenkt bekommen, als wir hier mit einer Ameise. Super. Hallo, Ameise. Die liegen abends dann immer alle tot rum. Hier, dank diesem. Also hier muss wirklich täglich durchgesaugt werden. Das hier ist mein Willkommensgeschenk. Das habe ich gestern bekommen, als wir hier angekommen sind. Im Resort. Das habe ich um das Handgelenk bekommen. Das ist eigentlich voll niedlich. Das gefällt mir. So, das ist also quasi mein Arbeitsbereich, der jetzt im Moment ein bisschen unaufgeräumt ist. Kommen wir zum Highlight. Das ist unser Bett. Und das Coole ist, da oben ist die Klimaanlage und die Klimaanlage pustet die kühle Luft hierhin zum Ventilator, der die dann richtig cool auf einen pustet, wenn man schläft. Also es ist nicht wie in anderen Räumen, dass man erst warten muss, bis die Klimaanlage den Raum kühl macht. Man hat es, wenn man hier ist, direkt angenehm kühl und man schwitzt nicht mehr. Das ist einfach top. Das Problem ist, ihr habt ja gerade schon gesehen, die Decke ist einfach offen. Und wenn wir jetzt hier hinter die Wand, da gehen wir gleich noch hin, da ist dann der Badebereich und Duschbereich, da gibt es auch Highlights, das werdet ihr sehen. Und ja, das Problem ist halt einfach nur, es ist alles komplett oben offen. Also man muss sich, um es auch mal sozusagen, auf Toilette zusammenreißen. Oder den anderen auf den Balkon schicken, den wir auch noch haben. Wir haben einen Fernseher, aber das ist total sinnlos. Den werden wir eh nicht nutzen, beziehungsweise nicht nutzen können, weil wir haben hier einen deutschen Sender, aber den kennt kein Schwein. DWTV Deutsch, der Rest ist alles Englisch und halt andere Sprachen. Mehr gibt es hier nicht. Ne, das ist nur noch die Erklärung von der Fernbedienung. Egal, brauchen wir hier eh nicht. Wenn ich Freizeit habe, schneide ich Videos und sonst sind wir unterwegs.
So, das ist ein großes Highlight. Wir haben hier eine komplette Fensterfront. Also wenn wir hier auf dem Bett liegen, können wir richtig rausgucken. Und es ist vor allem cool, wenn man abends im Bett liegt. Man kann es natürlich auch zuziehen. Hier sind überall Vorhänge, dann ist alles blickdicht. Je nachdem, wie man das will. Wir haben noch eine Sitzmöglichkeit. Hier habe ich noch nicht gesessen, aber wir sind ja auch erst einen Tag da. Mit einer Lampe. Die ist voll cool. Ne? Ich mag die. Gehen wir mal auf den Balkon. Gehen wir mal auf den Balkon. Hier haben wir auch wieder eine Sitzmöglichkeit und das ist der View, der Ausblick vom Balkon. By the way, da hinten ist das Meer. Dazu seht ihr in den anderen Videos mehr. Ja, das ist der Ausblick vom Balkon. Das ist echt cool. Das ist unsere Hütte aus dem anderen Blickwinkel. Und ich glaube, mehr zu sagen gibt es dazu hier nicht. Gehen wir mal weiter. Also, ihr seht, das ist einfach der Wahnsinn. Weiter geht's. Hier unten haben wir unsere Schuhe. Hier ist ein großer Spiegel. Hier die Eingangstür und wenn wir jetzt hier rechts gehen, haben wir große Kleiderschränke mit einem Safe drin. Da ist übrigens auch mein Laptop drin und meine Kamera, die große. Und hier haben wir sogar auch Bademäntel. Genau, aber die brauchen wir eigentlich hier nicht. Das ist unser Snackbereich. Das hier können wir alles kostenlos nutzen. Und das kostet alles. Aber gut, ist auch egal. Hier haben wir, das ist voll cool, das ist, ouch, eine Schublade und das ist ein Föhn. Das ist direkt eine Föhnecke für die Frauen. Aber die Ecke ist natürlich interessant. Hier habe ich mein Ladekabel, also nee, nicht Ladekabel, mein Verteiler mit meinen Ladekabeln, für die Kamera. Kameras. Ich habe ja drei Stück mit. So, das ist ganz wichtig und ich bin auch froh, dass ich den Verteiler mitgenommen habe. Ich hatte recht. Ich hätte die überall im ganzen Häuschen hier anstecken müssen, dass ich alle geladen kriege. So, meine Koffer mit der Kofferablage und jetzt kommt der Waschbereich und der, also der Badbereich. Hier haben wir eine große Sitzfläche. Und hier haben wir den Waschbereich. By the way, meine Seite. By the way, nicht meine Seite, man sieht es, glaube ich. Also, es ist echt wunderschön hier. Und vor allem kann man hier so die Fenster aufmachen und rausgucken. Luft reinlassen, aber die Luft, die von draußen kommt, die ist gar nicht so angenehm, wie man glaubt. Es ist einfach so warm. So, das nächste Highlight kommt jetzt. Diese Wanne. Ich meine, guckt euch mal die Wanne an. Hallo, die ist riesengroß. Und natürlich wieder, man kann das natürlich auch zumachen. Also, das nicht. Das ist so. Das bleibt so. Aber das kann man hier die Fenster zumachen und da hat man seine Ruhe. Und hier haben wir noch einen Korb und den Handtuchhalter. Und eine Toilette haben wir auch. Das Lustige an der Toilette ist, wenn es mal einen Unfall gibt, kann man hier direkt anrufen, den Notarzt anrufen und Hilfe holen oder mit irgendjemandem telefonieren, mit dem man gerade will. Lustig. Warum hängt hier ein Telefon neben der Toilette? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. So, okay, das letzte Highlight ist die Dusche. Wir müssen hier aufmachen und dann können wir raus. Boah, nervlich ist das warm. Und haben hier einfach mal so im Freien, also das ist der Himmel, die Duschen im Freien. Wir duschen komplett im Freien. Das habe ich so noch nie gesehen. Das, oh, Hilfe.
erschreckend nicht. Dann können wir auch wieder das Fenster aufmachen und beim Duschen rausgucken. Aber gut, das lassen wir eigentlich zu. Hier in der Ecke ist dann nur noch ein Handtuchhalter. Und das war's. Wir sind durch. Tür wieder zu machen. Ja. Schlüssel wieder rein in die Tür. So, jetzt sind wir safe. So safe war ich noch nie. Also die Schlösser hier in dem Häuschen, die sind ganz schön... Ich bin froh, dass wir den Safe haben. Aber eigentlich durfte hier nichts passieren. Eigentlich. Eigentlich. So Leute, wir sind durch mit der Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da. Abonnieren ist kostenlos, dann verpasst ihr nichts von unserer Thailand-Reise. Hier ist es absolut der Wahnsinn. Also es kommt jeden Tag ein Vlog. Ja, teilen mit euch, oder beziehungsweise ich teile mit euch jeden Tag, was ich erlebe oder wo wir sind oder was wir machen. Und da kommt noch einiges auf euch zu. Ihr dürft gespannt sein. So, gebt doch gerne ein Däumchen hoch. Lasst einen Kommentar da oder abonniert den Kanal. Das ist kostenlos. Kostenlos. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.